Einen wunderschönen guten Tag. Also, ja, hallo, Vielleicht moin. konnte man da schon raushören, worum es in dieser Folge geht. Weiß es Um nicht. Summen. Genau, wir beschäftigen uns heute mit dem Summgewinne. Thema Summen. Welche Insekten summen? Genau, Bienen und Hummeln? Nein, natürlich Schreibe so nicht. die Kanne. Also, ja, gut. Nee, genau, bevor wir hier zu viel Zeit vertun, Pokémon natürlich genommen. Ah, verdammt. Natürlich Pokémon, klar. Also Ja, wer da und bis jetzt noch nicht drauf insbesondere. gekommen ist, der sollte sich hinterfragen. Da frag dich mal. Ja, Pokémon, Pokémon. insbesondere dann eher die alten. Ersten beiden Editionen, weil nach der zweiten, bei Generationen genau, weil nach denen habe ich aufgehört, Pokémon zu spielen. Ja, leider muss man ja sagen, weil die neuen sollen ja irgendwie, ich sehe bei anderen Leuten immer, ist ja Ah. doch ganz gut eigentlich, ne? Aber naja. Ja, ich hab auf jeden Fall jede Generation gezockt, nicht jedes. Manchmal gab es dann ja noch eine dritte Version. Habe ich dann nicht unbedingt gezockt, Smaragd zum Beispiel nicht. Aber sonst alles eigentlich durch. Bis Ach zum so, neuesten, okay. ja. Ja, genau, Ja, aber da haben es wir geht jetzt mehr um den. die ersten. Geht es auch um die Serie? Ist es, oder. Boah, ja, wollen wir beides so? Ja, gut, wir können auch die Serie ein bisschen mit reinnehmen, ne? Halt, ja, dafür fällt mir ja immer nur bei der Serie ein, in der ersten Folge, dass man ja schon Ho-Oh sieht, was da aber noch gar nicht zu dem Zeitpunkt genau bekannt war. Also, da fand ich ja ganz cool. Ey, stimmt, das ist ja mal, da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt, da sieht man ja schon Ho-Oh. Ja. Aber die erste Folge war auch fast eine mit meiner Lieblingsfolgen tatsächlich, Ja, muss ich ja das ist sagen. auch cool, auf jeden Fall, Ne? Wie man noch so die ganzen Anfänge sieht und so. Er hat schon was gehabt. definitiv, ja. Ja. Klar, und das Spiel mit Pikachu, ne? Überhaupt die Freundschaft erst zu gewinnen und so. Die ersten Folgen waren schon cool. Ja, richtig, richtig. Ja, ich hatte ja auch die gelbe Edition. Oh ja, die hatte ich auch tatsächlich. Oder mein Bruder, ja. Aber wir hatten sie zu Hause. Das war mein erstes Pokémon-Spiel und ich habe das unerlaubterweise nächtelang immer heimlich noch im Bett gezockt, nachts. Ja, Ja. der kleine Rebell, ja. Aber Ja, genau, früher also schon. ich konnte es nicht nachts zocken, weil ich dann nur den Game Boy Pocket hatte, der ohne Licht. Also wenn dann habe ich es nicht heimlich, sondern einfach so Naja, gezockt. gut, okay. Ja gut, der Gameboy, ich hatte ja den Gameboy Color, der hatte ja auch kein Licht, aber ich habe mir halt immer Du hattest. meine Nachttischlampe angemacht Ach dabei. so, ah, Ja. okay, stimmt. Ich hatte jetzt nur an diese. An dieses Gerät, was man da für Licht, also eigentlich nur eine Taschenlampe Ja. darüber oder so, glaub's doch, aber Stimmt, das, hatte ich was dann. das? Hatte ich das überhaupt? Ich dachte gerade irgendwie, aber kann auch sein, dass es jemand anderes war. Ich Ganz das gerade ehrlich, ich habe es aber vergessen. gerade im Gefühl, dass ich das, ich weiß es, habe ich halt diese Lampe gehabt? Ich weiß es nicht, naja, ist ja eigentlich auch egal. Ja, aber genau, also ich, Gameboy Pocket. Und die blaue Edition hatte ich dann, ja. Genau, das ist die blaue Edition. Genau, Und mein doch Bruder auch dann erst die die, rote. oh, genau, die rote habe ich doch auch mal Ja, früher bei dir genau. rumliegen sehen, Ja, genau. genau. Ja. Tja, ja. Das war, Na. ja, okay. Tja, ja, was ich an der ersten Generation ja so geil fand, speziell bei der gelben Edition, das war ja eigentlich so fast auf die Serie fast bezogen, ne? Ja. Genau, die gelbe war dann eher Serie, genau. Mit dem Rocket und so, ne? Genau, das fand ich ja schon, fand ich schon ganz gut, so wie das so war. War auch ganz interessant gemacht, dass sie das halt echt dann nochmal an die Serie Auf jeden Fall. irgendwie angelehnt haben, so. Auf jeden Fall, ja, das ist nicht schlecht. Ah, Mist, schade, was man bei der gelben natürlich noch hätte reinmachen können, ist das, gut, das wäre wahrscheinlich zu krass gewesen, aber wenn man so richtig an die Serie angelehnt hätte, ne, wie in der Serie, dass man dahinter Misty noch mitnimmt und Rocco auch dabei hat, das wäre natürlich Ja, richtig, richtig geil gewesen, ne? das stimmt, ja. Ja, Ja, Mann. aber endlich mal ein Tor wieder. Ey, nach der letzten Folge, leck mich am Eugen. Oh ja. Oh. Oh ja. Wo wir gerade von Rocco Ach, sprechen, du hast noch, ja, ja. was denn?
Nee, du hattest ja gar nicht die Wahl am Anfang, welches Pokémon du nimmst. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber... Stimmt, ne, da hatte man nicht die Wahl bei der Nee, gelben. genau. Ja. Nee. Okay. Fällt die Frage weg. Bei Da mir war hatte es ich übrigens. die Wahl erst in der zweiten Generation, weil das war auch das einzigste von der ersten Generation, die gelbe, die ich hatte. Ja. Genau, was wolltest du sagen? Rocco Rocco, ja, wo wir anfangen? gerade bei Rocco waren, warte mal, Vertania City war die erste Stadt. Genau. Die zweite, Azuria. nee, Azuria City war doch Ach, da, wo Quatsch, Misty war. Mamoria. Mamoria, ja, Mamoria, erstmal. danach kam doch, danach kam Azuria, oder? Genau, ja. Genau. Genau, nee, ja, das, was ich bei Pokémon noch nie mochte, waren Höhlen. Ich bin nie Ja, gerne Höhlen durch Höhlen natürlich, gegangen. ja. Ah, das war so ätzend, wenn man dann da drin gestorben ist und man hatte nichts dabei. Ach, Ja, ey. das war, da war man noch hart bei Pokémon, das stimmt. Ja, Ja. das Und konnte dann man ja aber dauernd Zubat, leider, Alter. Zubat, Zubat, ja, Zubat, Zubat, die Zubat, langen Zubat, Zubat. oder Kleinstein oder so eine. Oder Kleinschein, genau, ja. Also die Höhlen, die hätte man, ach, das hätte man irgendwie besser regeln können. Naja, gut. Aber die haben es auch irgendwie ausgemacht, Alter. Wenn du da erstmal durch warst, da warst du auch echt heilfroh, irgendwie die Scheiße nicht mehr. Ja, na gut, aber die nächste Höhle hat nicht lange dann auf sich warten lassen, ne? Es gab ja immer irgendwie Höhlen, glaube ich. Ja, aber die zwischen Azuria und Lavandia, das ist ja schon echt eine richtig scheiße Höhle gewesen. Oh ja, die habe ich auch gar nicht Ah, du meinst gemocht. jetzt auch den Mondberg gab es ja davor. Ja, Stimmt, genau. stimmt. Aber der war nicht dunkel, ne? Oder? Der Mond. Zumindest. War der dunkel? War der am Nee, da Anfang? konntest du noch gar keinen Blitz haben. Das hast du ja Nee, von stimmt, dem das kann nicht Assistenten sein. des Professors da Ja. durch, wenn du durch die Dicta-Höhle gehst. Genau. Sozusagen Nebenweg vom Vertania City. Ja, ach ja, genau, richtig. Da konnte man am Anfang ja auch noch nicht hergehen. Ja. Nee, genau. Ah, Ah, fuck! verdammt nochmal. Es ist alles zu leicht. Ich bin aber auch gerade innerlich im Kopf, wieder mal eigentlich eher in Vertania Ja, ich leider auch. City. Ja, Ja, wo und war die MSN denn nochmal hier in die war Orania in City? Orania City, war die Damals. doch, genau. Das fand ich geil da auf dem Schiff. Das fand ich, Ja, das war auch echt eine coole Sache. das haben Man, sie ah, dann schön gab es auch gemacht. mal diese Gerüchte darum, ob man Mew da irgendwie in dem LKW oder dem LKW immer dann Ja, bei genau. Vollmond 3 Wochen nach der Geburt eines blau-grau-häutlichen Kindes dahin gegangen ist. Keine Ahnung. Da gab es viele Sachen. Oder hier, Missing No. Oh. Ja, irgendwie. Gab es das eigentlich noch in der gelben, dass du halt die Missing No hattest? Also, dass du die Boah. schieben konntest, sozusagen? Also, du, Boah. Dazu muss ich schon von Anfang an sagen, ich habe nie gecheatet bei Okay, Pokémon. ja. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Kann sein, dass es das da gab, aber kann auch nicht sein. Ja, doch, ich habe das dann öfter. Ich habe es so oft durchgespielt, ne? Manchmal mit Cheaten, manchmal nicht. Dann nur mit bestimmten Pokémon und Na, ach, keine okay. Ah, obwohl, Ahnung. nee, das war jetzt auch nicht ganz richtig. Ich habe mir manchmal Pokébälle ein paar gecheatet, das stimmt. Ah ja, okay. Aber das ging dann auch, okay, alles klar. Ich war mir Ja, nicht doch, mehr das ging sicher. dann auch, das musste man da doch in An die Pokécenter da in, Haltestelle. Ach genau, so. und dann musste man ja den Gameboy wieder an und wieder ausmachen. Ach ja, Ach so, nee, das. aus und wieder anmachen und dann hatte man ja da irgendwie, hat sich das verdoppelt oder keine Aber Ahnung. das war doch nur in der zweiten Generation so, oder? War das in Ich der meine jetzt in der zweiten ersten. Generation Ja. so? Damit konntest du Ach. die Pokémon verdoppeln und das Item, was sie getragen haben. Dann habe ich mich gerade in Deswegen der war. Generation vertan. Ja, okay, dann war das in der zweiten. So, nee, dann habe ich in der ersten tatsächlich gar nichts gecheatet. Nee, das stimmt. Okay. Ja, vielleicht ging das auch gar nicht bei Gelb mehr. Ich bin nicht sicher. Naja, aber Orania City, wo wir gerade beim Thema sind, ist schon fast auch meine Lieblingsstadt. Also aus der ersten zumindest. Ja. Überlege gerade, was wäre denn meine Lieblingsstadt? Ach. Fuxania ist irgendwie auch ganz cool, aber. Ah, Fuxania hat irgendwie so einen
Großstadtfeeling. Fand ich irgendwie ungemütlich. Weiß ich nicht. Das war ja mit den ganzen Gehegen sozusagen. Das fand ich irgendwie cool halt. Ja, okay. Ne? Ah, Du okay. meinst Ah. Marmoria mit dem Einkaufszentrum? War das schon in Mamoria? Ach, Marmoria. Nee, warte mal. Eieiei, jetzt komme ich echt durcheinander. Gibt's ja gar nicht. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Wie heißt denn die? Nach Lavandia sozusagen. Ja, was kommt nach Dem Lavandia Einkaufszentrum halt, nochmal? ne? Ja, Pflanzen, Paella, Erika. war das nicht Fuchsania City? Nee. Nee? Xania City kommt danach, wenn du die Radstrecke da mit den bösen Bikern und so da überstanden hast. Und Ja, ja, ja. mit der Safari-Zone ist Fuchsania. Davor kommt Prismania City. Prismania City, natürlich. Ah, Ah, das sehr war die gut. große Stadt. Ja, Ich wäre gerade genau. nicht drauf gekommen, ne, gibt's ja gar nicht. Ja, Ja, ist genau, mir, ja, ja. genau. Nee, dann Fuchsania natürlich nicht. Da, wo Nee, du Evoli noch Prismania. bekommst, genau. Genau, da kriegt man Evoli. Ach. Was natürlich echt Ja. da rar war und wo man sich echt entscheiden musste, welchem Stein gebe ich da? Ja, tatsächlich habe ich mir, glaube ich, einen Flamara gemacht. Ja, immer mal verschiedene, ne? Ja, wenn man dann auch noch Ja, über gut. Linkkabel damals dann irgendwie getauscht hat und so. Ja, das habe ich, glaube ich, nur ein einziges Mal mit einem Kollegen, mit dem ich heute auch noch sehr gut befreundet bin, gemacht. Aber so hardcore mit anderen habe ich das irgendwie nie. Ich war eher so der einsame kleine Junge. Nein, keiner. Einsame kleine Pokémon-Trainer. Oh ja. Ich Nee, ich habe. muss aber auch sagen, so viel hatte ich das auch nicht. Also dadurch, dass ich meinen Bruder halt hatte, haben wir das mal gemacht, so, oder konnten wir das zumindest nutzen. Ob dann immer wirklich jemand, eine andere Person an dem anderen Kabel hängt, an dem anderen Gameboy ist, ist eine andere Frage. Filmt euch. Ach, Scheiße. Ja, gut, du Und hattest natürlich den Spielfieber. Vorteil mit deinem Bruder, das stimmt, ja. Ja, genau. Und einen Kumpel hatte ich wohl, der das auch sehr, mit dem ich das auch wohl mal irgendwie über Linkkabel irgendwas gemacht habe. Glaube ich aber auch erst die späteren Generationen, beziehungsweise die zweite, der ab da erst. Ja, meine Lieblingsstadt aus der ersten, ich weiß es auch nicht. Saphronia City ist natürlich eine richtig Großstadt sozusagen. Auch schon, ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich bleib bei Orania. Also schön mit Ja, Wasser und so, da Orania stehe ist ich ja auch cool, sowieso was? drauf, irgendwie, ich Ja. glaube. Ja, kann ich gut nachvollziehen, diese Wahl, definitiv. Also Würde ich würdest du mich auch fast sogar sagen, so, anschließen. ja. Ja. Puh, was, ja, was soll dagegen anstinken können, ne? Ich weiß es gar Na nicht. gut, na, wenn man mehr auf Großstadt steht, vielleicht das, aber nee. Gut, da konnte man natürlich viel machen in Prismania City, so ist es ja nicht, ne? Aber Ja, gut, das Dojo war schon cool. naja. Ja. Aber sonst, ja, und wenn wir jetzt schon bei Lieblingssachen sind, ja, Lieblings-Pokémon, hehe, da gibt es Ja, wir haben natürlich. wenig über Pokémon an sich. Pokémon an sich geredet. Also ich kann ja mal mit dem langweiligsten anfangen, ist für mich immer noch an Nummer 1, obwohl es gibt zwei langweiligste, Rapsfratz und Taubsi. Ach so, langweiligste Pokémon erstmal. Nee, okay. Ja, erstmal die Oh langweiligsten. ja, boah. Ja, da kann man auch, glaube ich, echt nicht viel anderes sagen. Die hast du halt überall getroffen und Ja, stimmt. Und ich Clefairy würde. fand ich auch echt extrem langweilig. Na, das ist noch so ein Level höher, ne? Ich würde dann eher noch Kleinstein sagen. Oh, Kleinstein. Oh ja, du hast recht. Und Kleinstein Zubat, einfach ein dummer natürlich auch Sack. Zubat. Ja, obwohl Zubat zumindest ein bisschen cooler aussah als so ein klein, als ein Stein, der einfach nur. Ein Steiner! Was ist denn hier los? Okay, ey, Okay, das ist. wir haben viermal hintereinander jetzt aufs Tor geschossen und den nicht reingekriegt. Alles klar. Ja. Ey, dieses Format ist voll bescheuert, weil wir hier nur abstinken. Egal, dafür reden wir Wenn Leute über. einfach irgendwelchen Idioten beim Verlieren zugucken wollen, ist das natürlich auch ein sehr schönes Format. Natürlich, Aber wir ich mache auch haben. nur.
Schrott hier. nie damit angegeben, dass wir gut spielen würden. Nee, das stimmt. Aber besser als das, könnten wir schon von uns behaupten. Langweiligste Ah. Pokémon, ja. Also das erste Generation, wir bleiben gerade straight bei der ersten, ne? Ich würde gerade sagen, dann machen wir noch mal eine Folge mit der zweiten Generation, ne? Ja. Ja. Ja, Radfratz ist schon echt sehr langweilig. Ja, doch, tatsächlich. Ey, ich krieg nicht mal den rein. Ich möchte nicht mehr. Ah, Fürchterlich. nee, also. Wir hören jetzt auf mit dem Kack Ja. Ja, wollen wir noch Lieblings-Pokémon machen? hier. Das Ja, ach, komm. Lieblings-Pokémon, eindeutig bei mir, das kann ich ganz schnell sagen, Simsala. Oh, ist cool, ist cool, ist cool. Sehr cool. Definitiv. Ich bin da auch sehr langweilig. Ich finde halt Glurak total cool. Es ist Glurak, einfach ein cooler Drache. finden viele geil, ne? Ja, natürlich ist der Klassiker schlechthin, aber ich kann es nicht anders sagen. Und ich kann es bei vielen Leuten nicht nachvollziehen, weil Glurak ist schon geil, aber es gibt auch noch geilere Pokémon. Ich bin ein großer Nidoking-Fan tatsächlich. Finde ich ziemlich geil mit seinen Nidoking ganzen ist Stacheln da. auch geil, ja. Ich dachte, du Oder wärst Drachen. Kack. natürlich, was man auch noch so auch noch zu den Lieblings-Pokémon zählen könnte hier, wie heißt denn nochmal die Weiterentwicklung von Dratini? Dragoran, also Dragoman, genau, genau. Dratini, Und wie ach sind die nee, Zellen? das erste war doch Dragon, dann gab es Dratini und dann Dragoran, ne? Dragonieren. Ach, Dragonir war Dratini, das erste, Dragonieren, ne? Genau. nee, das zweite. Ach, das zweite, Dratini ist okay. das erste, das kleine Ach ja, Dratinchen. okay. Und genau, Dragonier und Dragoran. Jo, das haben wir auch wieder verkackt. Sollten Ja, Spiele nochmal jetzt ohne aufnehmen, damit wir vielleicht noch die Chance haben, irgendwie in der Liga zu bleiben. Wo sind wir denn? Zwei? wir sind noch in Liga 2 tatsächlich. Ja, nur mal so zur Information. Wir sind in Liga 2. Zumindest das, ja. Oh Gott. Ja. Auch schon wieder ein Thema, was man in einer Folge, selbst für die erste Generation, gar nicht alles besprechen konnte Nee, jetzt, ne? Ah. überhaupt nicht. Schwierig, Na, kann. schwierig. Machen Ich wir meine. dasselbe Spiel wie bei der Kinderserienfolge, ne? Lasst es uns wissen. Ja. Oder ob wir direkt mit der zweiten weitermachen sollen, ne? Ist ja auch egal. Ich wollte gerade sagen, sonst machen wir es bestimmt auch irgendwie Ja. mal nach einer Weile. Aber ja. Da ist von auszugehen. Gut. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Ne? Ihr wisst, was ihr zu Bei tun den habt. ersten 151 auf jeden Genau, von Fall, der ne? ersten, genau, sagen wir erstmal von der ersten Generation. Ja, genau. Lasst es uns wissen. Haut rein. Und Ja. noch viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Tschaußen. Reingehauen.